Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Genau. Und ich würde sagen, Reaper haben also keine Kolonien. Man kann sie nicht bombardieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstört. Genau. Benning, genau. Ich wollte Benning mal gucken. Da war ja auch noch irgendwas mit Beweisen, aber sind wir nicht in Benning? Weil wenn ich hier jetzt scanne, ist da halt nichts. Ich scanne. Signal bestätigt. Was ist denn das? Ein Wrack. Ein Wrack von einem Treibstoffdepot. Naja. Ist jetzt nicht so. Hier ist nix. Ja. Das mit den Beweisen, hat es ja jetzt nicht so gebracht. So, ich habe etwas gefunden. Ja, was denn? Wow. Genau. So, was haben wir noch? Die Attika-Traverse können wir nicht besuchen. Benning, ja, fällt mir nur noch Dushanka ein. Hä? Achso, nee, ist auch richtig. So, vermissten Kundschaften nachgehen, was? Das ist keine Prioritätmission anscheinend. Ich guck mal, was da so dann ist. Soll ich erstmal hier mir das System angucken? Nee. Ich gehe erstmal Treibstoff kaufen. Ach, ist günstig der Preis heute. So, noch Mula Xul. So. Das ganze System mal wieder kennen wir ja, ne? So. Aha. Inakos. Inakos ist ein metallischer Asteroid. Auf der Oberfläche wurden früher reichlich Olivinvorkommen abgebaut. Das Kohlenstoffsequestration? Das Wort kenne ich nicht. Auf dicht besiedelten Welten benutzt wird. Mehr als die Hälfte der Asteroiden wurde mittlerweile abgebaut und sein vergleichsweise reiner Eisen-Nickel-Kern wurde freigelegt. Aha. So, dann haben wir da noch einen schönen Planeten, der Keb heißt. Keb ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Den Unterlagen zufolge müsste es auf dem Planeten eine Infrastruktur für den Helium-3-Abbau geben, aber Scans zeigen nichts dergleichen an. Es gibt weder ungewöhnliche Wärmequellen noch Weltraumschrott von zerstörten Raffinerien. Wenn die Infrastruktur entfernt wurde, dann vollständig und innerhalb der letzten Jahre. Aha, das ist auch außergewöhnlich. Maldor. Das kroganische Team, das die Ersterkundung von Maldor durchführte, meldete mit typischer Untertreibung, es gäbe auf dem Planeten durchaus schöne Sachen, falls einem ein bisschen Säure nichts ausmacht. Maldor verfügt über ergiebige Vorkommen von Uran, Iridium und anderen Schwermetallen, aber die Bergarbeiter müssen mit einer enormen Gravitation, erstickender Atmosphäre und extrem hohen Temperaturen und Wolken aus Schwefeldioxid zurechtkommen. Als die zugänglicheren Erze abgebaut waren, verschwand das Interesse an weiteren Bergbauaktivitäten auf dem Planeten ganz rapide. Mhm. Also mehr ist hier nicht. Also gehen wir nach Utuku. Utuku ist zwar besiedelbar, aber extreme Temperaturen und Wetterbedingungen haben bisher alle von der Kolonisierung abgehalten. Weil es auf dem Planeten kaum flüssiges Wasser zur Wärmespeicherung gibt, schwanken die Oberflächentemperaturen regelmäßig zwischen 70 und minus 60 Grad Celsius.
Utukus Vegetation hat biegsame Stämme entwickelt, um starken Wind zu überstehen und ledrige Blätter, um gegen die häufigen Sandstürme bestehen zu können. Das tierische Leben spielt sich hauptsächlich in den kleinen Meeren ab. Utuku hat kaum wertvolle Minerale. Ich würde sagen, wir nehmen James und Edie mit. So. Mhm. Haben wir nicht Waffenmods dafür? Ja, meine ich doch wohl. Mit den Schaden. Ja. Genau. So, da haben wir doch auch was. Hier, mit den Schaden und den Nahkampfschaden. Genau. Idi hat noch einen zweiten Waffenmod. Genau, und hier, da sind doch mittlerweile auch echt drauf, genau. Perfekt. So, Punkte hat dabei was Verbrennung. Verursacht bei eingefrorenen Zielen 100% mehr Schaden. Erhöht den Schaden und Verbrennung gegen Veranzug. Wo machen wir das? So, James. James hat 15 Punkte. Verringert erlittenen Schaden um 5%. Kraftschaden und Kraft um 20%, solange Verstärkung aktiv ist. Er chillt Aufladungsrate um 15%. Ja, nehmen wir die hier. So, hier verringert erlittenen Schaden, so. Perfekt. Was Neues, Commander? Unsere Verstärkung wartet am Zielpunkt auf uns. Kompanie Aralak, kroganische Eliteeinheit. Korrekt. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Sie wurden bekannt durch eine Aktion, bei der sie eine Kolonie vor batarianischen Piraten gerettet haben. Hört sich gut an. Jedenfalls hat man nichts mehr von einem Team kroganischer Kundschafter gehört, seit sie durch das Rachni-Portal gingen. Es gibt viele Gründe für eine Störung der Kommunikation mit den Kundschaftern. Wir wissen nicht viel, aber es wurden keine Rachni-Aktivitäten gemeldet. Rechnen Sie einfach mit allem. Mit allem ist immer gut. Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Grunt? Shepard? Was machen Sie denn hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Suspendiert. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Was ist geschehen? Das klingt vertraut, Grunt. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Reef brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert. Dank ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und wurde Teil des Erdnut-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Es gefiel sicher nicht allen, dass eine Tankzüchtung das Kommando bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Schön, dass Sie da sind. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Unwiderstehlich. Wir wissen nicht, ob hier Rachni beteiligt sind. Wir sollen die Kundschafter finden. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Rachni haben Nester? Kompanie Aralak, Abmarsch! Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Klingt gut.
Nehmen Sie, was Sie brauchen und rücken Sie ab. Was wir nehmen? Wir haben alles. Ich frage mich das immer wieder. Was haben wir denn hier? Eine Claymore. Interessanten Kaliberlauf. Ersatzteil. Jo. Hier ist ja schließlich sonst nichts. So, los geht's. Meine Damen. Was werden wir hier Ihrer Meinung nach finden, Commander? Ich weiß es nicht, Lieutenant, aber halten Sie Ihre Waffe bereit. Immer. Ja. Was haben wir hier? Eine Waffenmodstation. Ach. So. So, die Claymore ist neu und hat deutlich mehr Schaden. Okay. Dann machen wir das mal und noch mit erhöhter Präzision. So. Dann hatten wir eine Pistole mit, achso, einfach nur einem besseren Großkaliberlauf. Okay. Ich konnte noch für die anderen das aussehen. So, der hier kriegt natürlich auch die bessere. Mit der Reservemunition und höherem Schaden. Genau. Und sie kriegt... Ne, ist schon alles richtig. 9 Schüsse hat die Schrotflintenzer nur, aber ich schieße ja eh nicht so oft mit Schrotflinten. Von daher ist das nicht weiter schlimm. So. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter Ihnen. Ja, okay. Bereit zum Aufbruch. Wie war's nach dem Sieg über die Kollektoren? Ich habe die meiste Zeit auf Tuchanka verbracht und gelernt, was es heißt, ein Kroganer zu sein. In dem Labor, aus dem ich komme, bestanden die Lektionen darin, mit Übungswaffen zu kämpfen. Es hatte kein Biss, kein Gewicht. Ich brauchte Blut und Schmerz. Ich machte Fehler und lernte daraus. Mhm. Noch was über dieses Unternehmen? Aralak bedeutet Auge des Zorns. Wir sind benannt nach der brennenden Sonne von Tuchanka. Reef wollte durch die Gründung des Unternehmens seine Macht demonstrieren. Wir repräsentieren die Einigkeit und Stärke der Kroganer. Wir wurden losgeschickt, um Reef zu Ruhm zu verhelfen. Aber das stört mich nicht, solange ich kämpfen darf. Und die Rachni? Hat Warlord Okir Ihnen bei der Erschaffung etwas über die Rachni implementiert? Okir hat dafür gesorgt, dass ich von den Rachni wusste. Sie werden als Feind respektiert. Alle dachten, sie wären tot, von den Kroganern besiegt. Sie haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn sie hier sind, befiehlt mein Blut ihren Tod. Was ist mit dem Spätdruck geschehen? Sieht aus, als hätte etwas das halbe Lager durch ein Loch nach unten gezogen. Ihr Shuttle muss es auch erwischt haben. Sie saßen hier fest. Ist auch egal, wir sind hier, um die Rachni zu finden und auszuräuchern. Das war. Also gut, gehen wir. Endlich, bin hinter Ihnen, Shepard. So, das hieße, dass wir theoretisch ein Team von 7 Leuten wären, wenn die mir alle natürlich... Wow! Oh Gott. Das ist jetzt schmerzhaft. Alle in Ordnung? Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs! Na, wunderbar. Wieso musste sowas passieren? Vor uns ist irgendwas. Ich seh's. Grant, hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Er braucht sie nicht mehr. Aha. Ach so. Das ist ein Netz. Sieht so aus. Ein Flammenwerfer. Naja, ne? Oh, shit. Wachsam bleiben, Leute. Stimmt. Alle bereithalten.
Oh fuck. Bewegung. Da war eine Bewegung. Bestätige. Ja, was ist das? Verdammt! Wo sind sie hinfliegen? Irgendwelche Sporen. Ja, das hat ja gar nichts gebracht. No shit. Gezielte, kurze Feuerstöße. Wow. Achso. Noch eine Firestorm. Wahrscheinlich damit man auf jeden Fall genügend Munition hat. Ne. Wir haben Gesellschaft. Machen Sie sie fertig, Shepard. Eine andere Wand, Shepard. Ist das eine Rachni? Gut beobachtet. Okay, es sind wieder Rachni im System. So. Wow. Ich hätte gerne mal wieder meine normalen Waffen. Rachni, ja, unfassbar. Nee, ich dachte, wir hätten die echt ausgelöscht. Das geht wahrscheinlich mit Nahkampf besser, ne? Ja. Mit diesen Rachni stimmt was nicht. Grant. Anwesenheit von Rachni bestätigt, modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Hab mein Kroganer durch ein Schlundloch verloren. War keine gute Route. Das Nest muss hier sein. Die beträchtliche Anzahl von Rieferkräften zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So viele Rachni-Dinger hier. Die Reaper haben hier ganz schön gewütet. Sehe ich auch so. Finden wir raus, warum. Was ist hier passiert? Das ist die große Frage. Eine Barriere, Shepard. Verstanden. Wie kommen wir da durch? Mehr Reaper Tech? Mit Feuer vielleicht? Okay. Achtung! Jemand verletzt? Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Was war das für ein Lärm, Shepard? Klang gar nicht gut. Einsturz. Wir sind okay. Gut. Ich hätte sie ungern ausgegraben. Das klang auf jeden Fall sehr motiviert und die Animation dazu hat auch mega passt. Können die mal platzen? Danke. Ich will nämlich nicht, dass diese Dinger platzen, wenn ich draufstehe. Shepard, ich weiß jetzt, was den Kundschaftern zugestoßen ist. Was haben Sie gefunden? Schwerer Angriff. Der Anführer hat befohlen, Waffen tief in die Höhlen hineinzubringen. Er wusste, dass das nächste Team Hilfe brauchen würde. Sie sind gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Ja. Ich glaube, es ist aber eher in diese Richtung, oder? Ja. Also hier ist zumindest ein Netz. Da ist eine Wand. Du meine Güte! Wow. Toter Kroganer. Sieht aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Ereba auf der Citadel übergeben werden. Aha. Wow. Noch eine Halle, Shepard. Was ist das hier passiert?
Oh oh. Die Rachni, es ist unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die nochmal sehe. Damit haben wir allerdings direkt zwei Bedrohungen, die den Weltraum bedrohen. Die gesamte Galaxie eigentlich. Ja. Was zur Hölle? Nimm das! Weiterhin Druck machen! Wo? Unten bleiben, sie darf sie nicht anvisieren. Ach, da! Ich sehe da nichts mehr. Ach, da! Oh, ach, da hinten. Was ist hier passiert? Müssen ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Sehe Mistkerle. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Wow. Wo muss ich jetzt lang? Na, wunderbar. Ach, sagst du, schlüpfen die, wenn man... Ach so. Nur noch mehr Flammenwerfer. Die Rachni bevorzugen hochgradig toxische Räume für ihre Bunker. Aber diese Atmosphäre ist waffenbar. Sie sehen nicht aus wie normale Rachni. Die Reaper müssen sich verändert haben. Wenn die Weeper sogar Rachni unter ihre Kontrolle bringen, dann weiß ich auch gar keine Hoffnung mehr für das Universum. Wissen Sie was? Ich glaube, die züchten hier unten eine ganze Armee von diesen Dingern. Es passt alles. Sie vermehren sich rasend schnell. Und hier draußen merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Oh Mann. Also wenn das echt so ist, dann ist das Universum echt in Gefahr. Na. Die Galaxie. Die Welt, wie wir sie kennen. Shepard, wir werden blockiert und überrannt. Beeilung, Shepard. Okay, Na, wunderbar. Ah, wie gut, dass man die auch mit normalen Waffen beseitigen kann. In der Netze. Da ist der Schalter. Welcher Schalter? Ich sehe keinen Schalter. Ach, da. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Es gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition.
Kroganer, bereit machen! Oh shit. Wir müssen also die Zentralkammer finden. Passen Sie auf, wo Sie hinfliegen. Naja, wenigstens können wir so einen Teil von denen. Was ist das denn? Reaper Tag. Oh. Oh, fuck. Was ist das? Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Wow. Wow. Bewegung! Verdammt! Wo ist der Schalter? Ja, das ist die große Frage. Da oben. Schwerer Widerstand. Das ist es, Leute. Okay. Leute, jetzt ist es soweit. Was ist das denn? Das war Verstärkung. Das war nur für sie selbst. Wow. Gar nicht gut. So. Die haben wir. Jetzt kann ich mich um die großen Dinger kümmern. Wo sind die großen Dinger hin? Okay, vorrücken. Vorrücken ist das Beste. Oh. Nein, 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 nein. Commander, hier drüben. Was denn hier drüben? Nichts. Na dann. Was? Wow! Das ist keine gute Idee. Oh, fuck. Hä? Oh, der lebt noch wieder. Noch wieder, oh ja, sehr gut. Oh, fuck. Konzentration! Okay. Und los. Alles drauf, was wir haben. So. Die haben keine Chance. Hier kommen wir nicht rüber. Achso, da, die Beine. Ihre Anzahl ist schockierend. Weitermachen, Leute. Ja, genau, das will ich auch. Wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hä, was? Oh, shit. Ich hoffe, die kann er nicht durchschießen. Oh, und noch einer. Oh mein Gott. Dann Husk ist wenigstens noch wieder gemütlich da.
Oh Gott, nicht wenn es zu viele wären. Oh Gott, hätte ich wusste die Taste gerade nicht. Mit der Schockwelle können wir uns immer ein bisschen Zeit verschaffen, ist das Schöne. Wird nicht lange anhalten. Bring sie's zu Ende. Verstanden. Ihr Leib. Schreie. Was zum Teufel? Still. Was sind sie? Alter. Perversion. Ein Monster. Wie ist das möglich? Ich habe die letzte Rachni-Königin vernichtet. Ich bin keine Königin. Kein Stolz Rachni. Bin allein. Ein Monster, geformt, um hohle Kinder zu gewähren. Leere Kinder, die gehorchen. Rachni ist die Kreatur nicht. Sie ist ein Ersatz, der aus anderen Rachni hergestellt wurde. Weeper. Kinder wissen, dass ich frei bin. Können mich nicht hören. Eine gezüchtete Rachni? Wie haben die Weeper eine Königin gemacht? Schnitten Stücke aus wunderschönen Kindern. In diese Form gepresst und gebogen. Ich mache diese hohlen Sklaven. Sie sind leer. Die Maschinen kommen. Bringen sie die Sklaven fort, damit sie im Krieg kämpfen. Die Weeper sind weg. Sie können ihnen nicht mehr wehtun. Verstehen Sie? Ja, ich werde die Maschinen bekämpfen. Sie haben uns zu Sklaven gemacht. Ich höre die Kinder. Sie sind verloren. Leid, Schmerzen. Sie suchen nach mir. Die Kinder werden uns vernichten. Uns alle. Shepard, hier draußen bewegt sich eine ganze Menge. Verstanden, Grunt. Gibt es Hoffnung für Ihre Kinder? Nein, nein. Sie schreien. Wir alle leiden. Wenn ich neue Kinder hervorbringe, vielleicht könnten Sie zuhören. Wir sollten sie einfach alle erledigen und von ihrem Leid erlösen. Meine Kinder kommen. Befreien Sie mich! Ich werde die Maschinen vernichten! Befreien Sie mich! Shepard, die Zeit ist um! Wenn wir bleiben, stirbt die Kompanie Aralak! Sie in Ruhe lassen. Tut mir leid, ich kann sie nicht freilassen. Zu riskant. Wir haben auch Zeit! Kompanie Aralak, schafft eure Herrscher ins Shuttle! Bewegung! Grunt, bring sie uns hier raus! Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Jetzt bin ich dran. Ah.
Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Grant! Hat jemand was zu essen dabei? Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Was die Reaper da zusammengebastelt haben, war biologische Kriegsführung der schlimmsten Sorte. Die Zerstörung war sinnvoll. Sie war zu instabil, Admiral. Ich stimme zu. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Shepard, anscheinend haben Sie das mit den Rachni diesmal hingekriegt. Gnade wäre ein Fehler gewesen. Das Risiko war zu groß. Sie stellte Truppen für die Reaper her. Hoffentlich ist die Sache damit beendet. Ich habe gehört, die Tankzüchtung wird sich erholen. Gut, er wird an der Front gebraucht. Es hat also einen Kroganer gebraucht, der sie da rausholt. Ein echter Kroganer, jawohl. Ich sollte jetzt wieder meinen Pflichten nachkommen. Tun Sie das. Abtrünniger? Wofür habe ich einen Abtrünniger bekommen? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.